Willkommen zurück zu meiner Megaserie über Musikproduktion. Willkommen zu Teil Nummer 29. Heute werden wir unserem Song noch den letzten Schliff verleihen. Wir werden ihn ein bisschen besser an professionelle Produktionen anpassen. Und ich zeige dir zwei Möglichkeiten, mit denen du das machen kannst. Wir holen uns ein bisschen fremde Hilfe in Form von Plugins. Ganz kurz noch ein paar grundsätzliche Sachen zum Musikproduzieren und zum Song-Abmischen selbst. Ein großes Problem ist einfach, dass deine Ohren sehr schnell ermüden. Oder insgesamt unsere Ohren ermüden einfach sehr, sehr schnell. Und das kann problematisch werden, nicht nur beim Abmischen, sondern auch schon beim Musikproduzieren und Einspielen selber. Du musst mal überlegen, ich habe jetzt die Drums eingespielt vor fast einem Monat. Ich habe den Bass programmiert, ich habe Gitarren eingespielt und ich habe dann angefangen, den Song zu mischen. Das heißt, ich habe den Song oder jeden Songpart, würde ich mal sagen, bestimmt über 100 Mal gehört. Das heißt, und das ist einfach Fakt, ich kann diesen Song nicht mehr objektiv hören. Um das zu vermeiden, rate ich dir, besonders beim Abmischen, zügig vorzugehen. Das heißt, verheddere dich nicht in unnötigen Details, sondern versuche schnellstmöglich, aber so gewissenhaft wie möglich abzumischen. Und wie du das machst, das ist mein Mixing-System, das heißt Speedmixing. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt in einem PDF. Da zeige ich dir, wie du in 10 Schritten zu einem hoffentlich perfekten Ergebnis beim Abmischen kommst und besonders, wie du zügig dahin kommst, ohne dich in unnötigen Details zu verheddern und ohne, dass deine Ohren zu sehr ermüden. Gut, was machen wir jetzt aber in meinem Fall, wenn ich tatsächlich schon sehr lange mit diesem Song gearbeitet habe und wenn ich jetzt nicht mehr in der Lage bin, so wirklich objektiv zu hören, habe ich vielleicht im Gesamtmix zu viel Höhen, klingt er zu dumpf, ich weiß es einfach nicht mehr, ich kann es einfach nicht mehr richtig beurteilen. Und da hilft jetzt natürlich der Vergleich mit einem Referenzmix, mit einem professionellen Mix einer anderen Produktion. Ich zeige dir jetzt zwei Möglichkeiten, wie das funktioniert. Einmal mit einem Logic-internen Plugin und einmal mit einem Plugin von einem Drittanbieter. Wir fangen mal mit dem Logic-internen Plugin an, das ich hier schon eingesetzt habe. Und das heißt Match EQ. Ja? Damit haben wir schon einen kleinen Trick gemacht für die Lead Vocals. Falls du dich dafür interessierst, schau dir Teil 20 an. Ist echt ein cooler Trick mit dem Match EQ. Und jetzt wenden wir den Match EQ aber ja, ganz herkömmlich auf den Gesamtmix an. Das heißt, ich habe meinen Mix, so wie er jetzt ist, gebounced. Und ich ziehe ihn jetzt hier als Current rein. Current heißt ja jetzt im Moment oder momentan. Und Reference, da ziehe ich einen Song von Faith Hill rein. Das ist jetzt nicht Folk, sondern Country. Aber von der Instrumentierung her war der so ähnlich. Und jetzt gehe ich hier einfach auf Match. Und jetzt zeigt ihr mir an, was für Unterschiede mein Mix im Gegensatz oder die Frequenzkurve im Gegensatz zur Frequenzkurve von dem Faith Hill Song hat. Das heißt, der Faith Hill Song hat mehr Bass, er hat weniger Air hier oben. Das ist schon mal sehr interessant. Also habe ich vielleicht doch die Höhen zu stark angehoben. Wir werden es gleich sehen. Ich gehe jetzt mal hier rein und fahre dann diese Faith Hill Frequenzkurve fahre ich rein und dann schauen wir mal, ob mein Mix dann besser klingt oder vielleicht schlechter oder wie wir das so beurteilen. Was sagst du dazu? Klingt das jetzt besser durch diese EQ-Kurve von einem professionellen Titel, den ich drüber gelegt habe? Ich sage im ersten Moment, es klingt schlechter, natürlich, aber ich höre es auch nicht mehr objektiv. Diese Frequenzkurve des Match EQ sagt mir einfach, okay, du hast in deinem Bassbereich, dein Low End ist nicht rund genug, da ist zu wenig los, da musst du ein bisschen anheben. Was er mir aber ganz klar sagt, ist, du hast hier im Vergleich zum professionellen Mix hast du hier bei um die 10k, 15k, 20k, hast du zu stark angehoben. Also habe ich meine EQs, mein Vocal EQ zu stark angehoben, habe ich durch Greg Wells Mixcentric hier doch zu viel Höhen reingefahren in den Gesamtmix? Wir wissen es nicht. Das müsste ich jetzt beurteilen und es ist natürlich auch wichtig, dass du dran denkst, es ist ein Referenzsong und jeder Song ist natürlich individuell. Die Instrumentierung ist so ein bisschen anders. Das müsste ich jetzt ausprobieren. Ich könnte hier natürlich noch die Fade Extremes machen. Das heißt, dass er die extremen Umkehrungen praktisch weglässt. Und ich kann hier auch mit der Prozentzahl runterfahren und kann versuchen, hier meinen Song anzupassen. Das war also Möglichkeit Nummer 1. Ich arbeite aber auch gern mit einem Plugin oder zwei Plugins, besser gesagt, von Drittanbietern. Das ist Bassroom und Mixroom von Mastering the Mix, heißt die Firma.
Und das ist hier ein EQ, wo ich meinen Bassbereich mit Bassroom und meinen Bereich ab, ja, 320 Hertz mit Mixroom anpassen kann. Wie dieses Plugin hier funktioniert, darüber habe ich ein genaues Video gedreht oder ein ausführliches Video, das habe ich dir unten in der Infobox verlinkt. In diesem Fall wähle ich jetzt aber ein Preset aus. Und zwar gehe ich auf Pop Warm. Ja, das ist ein Pop-Song. Es war ein Folk-Song. Ich habe einen Pop-Song draus gemacht, mehr oder weniger. Und ich denke mal so, Pop Warm, das könnte passen. Und alles, was ich machen muss, ist jetzt Play zu drücken und dann zeigt er mir, welche Frequenz ich anheben oder absenken sollte. Wir sind gespannt. Gut, machen wir mal den direkten Vergleich jetzt mit und ohne Bassdrum. Du siehst auch hier, auch dieses Plugin sagt, hey, im Bassbereich hast, den Bassbereich hast du zu schwach abgemischt. Da kann noch ordentlich mehr gehen bei deinem Low-End. Dieses Plugin greift bis 320 Hertz. Ich nehme jetzt Mixroom, das ist von der gleichen Firma und dieses Plugin greift dann ab 320 Hertz ein. Ich könnte jetzt auch wieder einen Referenzsong reinladen, aber ich nehme hier auch Pop Warm. Und mache hier das gleiche und er wird mir auch Bänder anzeigen, die er vorschlägt, was ich anders machen soll. Gut, was schlägt er hier vor? Er schlägt hier vor nochmal plus 4 dB, also das ist was anderes, als jetzt der Match EQ vorgeschlagen hat. Deswegen siehst du auch, mit Referenzen arbeiten ist nicht so ganz einfach, weil die unter Umständen auch was anderes vorschlagen. Er sagt mir hier, ich soll absenken im Bereich um 3K. Das behauptet er, sei zu viel. Und er hebt an hier bei 1K um 1 dB, 1,3 dB. Also auch hier 3K habe ich angehoben, glaube ich, auch den Gesang sehr, um ihn besser durch den Mix stechen zu lassen. Aber vielleicht sind da meine Ohren auch ein bisschen, naja, nicht mehr ganz so fit gewesen. Und ich dachte einfach, ich muss den Gesang noch lauter anheben. Deswegen ist es gut, damit zu arbeiten. Aber ich sage nochmal, das ist nicht das Nonplusultra. Also deine letzte Referenz sind immer die Ohren. Verlass dich niemals auf solche Analyzer-Plugins. Ja? Das ist wirklich wichtig. Also das kann nur ein Weg sein oder ein Wegweiser oder eine Hilfe, was du vielleicht falsch gemacht hast. Und wichtig ist auch immer, dass du die Lautstärke anpasst. Ne? Das kann man hier ganz gut machen bei den Plugins, weil wenn du deinen Mix nur lauter machst durch diese Plugins, wenn er sehr viel anhebt, dann glauben deine Ohren automatisch, es ist besser. Ja? Wir schalten jetzt nochmal beide Plugins aus und dann zu. Was sagst du? Soll ich mich auf diese Referenz-Plugins hier verlassen? Haben die recht oder klang mein Mix jetzt so tatsächlich besser und ich soll das gar nicht beachten hier? Was ist deine Meinung? Hilf bitte meinen Ohren, die nicht mehr objektiv hören und denken können. Wie soll ich es machen? Soll ich diese Plugins hier einsetzen oder nicht? Das würde mich interessieren. Was ist deine Meinung? Schreib mir es unten in die Kommentare. Dann würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn du morgen beim letzten Teil dabei bist. Da geht es dann ums Pre-Mastering. Ich zeige dir, welche Schritte du beachten musst, bevor du deinen Song dann letztendlich zum Mastering schickst und was dabei schiefgehen kann und was du aber auch alles richtig machen kannst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du morgen nochmal dabei bist beim letzten Teil dieser Megaserie über Musikproduktion. Bis dahin schicke ich dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann.